Heute beschäftigen wir uns mit dem mündlichen Teil der DTZ-Prüfung. Wir konzentrieren uns auf Sprechen Teil 2. Das ist die Bildbeschreibung. Beginnen Sie die Bildbeschreibung mit der Anzahl der Personen, also wie viele Personen sehen Sie auf dem Bild? Eine Person, zwei, drei, vier. Sollten es mehrere Personen sein, zum Beispiel 20, 30, dann sagen Sie einfach viele Personen. Sie haben zum Beispiel ein Bild auf einem Bahnsteig, dann sagen Sie, auf dem Bild sehe ich viele Personen. In unserem Beispiel sehen wir zwei Personen, dann können Sie sagen, auf dem Bild sehe ich zwei Personen. Und jetzt überlegen Sie, wer sind die Personen? Sollten Sie keinen Beruf zuordnen können, dann sagen Sie einfach zwei Kinder oder einen Jungen, ein Mädchen oder Jugendliche oder auch Erwachsene oder Senioren. In unserem Beispiel sehen wir einen Arzt und einen Patient. Passen Sie auf, dass Sie hier den Akkusativ verwenden, denn Sie starten ja mit dem Verb sehen. Auf dem Bild sehe ich zwei Personen, einen Arzt und einen Patienten. Dann gucken Sie, wo die Personen sitzen, stehen oder liegen. Die beiden Personen sitzen. Und wo sitzt der Patient? Links oder rechts neben dem Arzt? Der Patient sitzt links neben dem Arzt oder der Arzt sitzt rechts neben dem Patienten. Achten Sie hier auch auf den Dativ. Immer wenn wir fragen, wo sitzt, wo liegt, wo steht, dann brauchen wir den Dativ. Dann überlegen Sie, was die Personen machen. Der Arzt ist eine Person, also der Arzt untersucht den Patienten. Achten Sie hier auch wieder auf die richtige Verbendung. Der Arzt untersucht oder die Kinder spielen. Und vergessen Sie nie zu sagen, was die Personen auf dem Bild machen. Jetzt kommen wir zur Kleidung der Personen, also was die Personen tragen. Wir brauchen die Verben tragen und halten. Man trägt zum Beispiel ein Hemd, einen Hut oder eine Brille. Im Singular sagen wir, er, sie es trägt, im Plural, sie tragen. Man hält zum Beispiel ein Handy, ein Glas oder einen Regenschirm. Im Singular sagen wir, er, sie es hält, im Plural, sie halten. Bei der Kleidung müssen wir auf die Artikel achten. Der Pullover, das Hemd, die Hose. Dann überlegen wir, ist die Kleidung hell oder dunkel? Was trägt der Arzt? Das ist der Kittel. Tragen ist mit Akkusativ. Der Arzt trägt einen Kittel. Ist der Kittel hell oder dunkel? Der Kittel ist hell. Dann sagen wir, der Arzt trägt einen hellen Kittel. Und was hält er? Das Stethoskop. Halten ist auch mit Akkusativ, also er hält ein Stethoskop. Wir verbinden die beiden Sätze mit und. Der Arzt trägt einen hellen Kittel und erhält ein Stethoskop.
Dann gucken wir, was der Patient trägt. Wir sehen das T-Shirt, das Hemd und die Hose. Wir überlegen wieder, ist das hell oder dunkel? Alles ist hell. Dann sagen wir, der Patient trägt ein helles T-Shirt, ein helles Hemd und eine helle Hose. Nun sprechen wir über das Alter der Personen. Wir sagen also, wie alt die Personen sind. Wir müssen das Alter nicht ganz genau beschreiben. Wir müssen nicht sagen 31, 56. Wir sagen einfach 10, 20, 30, 40 und so weiter. Da wir das Alter nicht genau wissen können, beginnen wir den Satz am besten mit vielleicht. Vielleicht ist der Arzt 30 Jahre alt und der Patient 60 Jahre alt. Wenn wir jetzt 5 Personen haben, zum Beispiel eine Person ist 20, die andere 25, die andere 22 und so weiter, dann können wir sagen, sie sind etwa 20 Jahre alt oder sie sind etwa 30 Jahre alt. Etwa, das ist na, circa ungefähr plus minus. Wenn wir Kinder haben im Alter zwischen 5 und 10, ja, wir haben zum Beispiel eine Gruppe von Kleinkindern, einige sind 5, 6, 7, 8, dann sagen wir einfach, sie sind 5 bis 10 Jahre alt. Ja, also denken Sie daran, Sie müssen das Alter nicht ganz genau beschreiben. Sie haben nicht so viel Zeit bei der Beschreibung, also bleiben Sie bei dem einfachen 10, 20, 30 und achten Sie auf die Verbposition. Vielleicht ist der Mann 30 Jahre alt oder vielleicht sind die Kinder 10 Jahre alt. Vielleicht sind die Kinder etwa 10 Jahre alt. Das reicht schon vollkommen. Kommen wir nun zum Aussehen der Personen. Wie sehen die Personen aus? Glücklich, traurig, zufrieden? Das Verb aussehen ist trennbar. Im Singular sagen wir, er, sie, es sieht aus. Er sieht glücklich aus. Im Plural sagen wir, sie sehen aus, also sie sehen glücklich aus. Oder die Kinder sehen glücklich aus. Wir sagen zum Beispiel glücklich, zufrieden, unzufrieden, traurig, sportlich, gestresst oder konzentriert. Wenn jemand bei der Arbeit ist, dann ist er meist konzentriert. Wenn jemand viel zu tun hat, ist er meist gestresst. Wenn jemand im Fitnessstudio ist, dann ist er natürlich richtig sportlich. In unserem Beispiel ist der Arzt beschäftigt, dann passt konzentriert und der Patient ist etwas traurig. Dann können wir sagen, der Arzt sieht konzentriert aus und der Patient sieht traurig aus. Wenn wir mehrere Personen haben und sie sehen zufrieden oder glücklich aus, dann sagen wir einfach, alle sehen zufrieden aus. Überlegen wir nun, wo die Personen sind. Wenn ich frage, wo sind die Personen, brauchen wir Dativ oder Akkusativ? Natürlich Dativ. In plus der ist im Dativ in dem, wir sagen kurz im. In plus das ist im Dativ in dem, wir sagen wieder im. In plus die ist im Dativ in der. Die Personen sind zum Beispiel im Park, im Kino, im Restaurant, in der Schule, in der Apotheke, aber am Bahnhof, am Flughafen und draußen, das ist nicht im oder in der, das ist dann auf der Straße oder auf der Wiese, auf dem Spielplatz. Er, sie, es, ist, sie im Plural sind. Wir wissen nicht genau, wo die Personen sind, dann sagen wir,
Ich denke, dass er in der Schule ist. Oder ich denke, dass Sie in der Schule sind. Achten Sie darauf, dass das Verb am Ende ist. Wir haben einen Das-Satz, das Verb ist immer am Ende. Gucken wir jetzt auf unser Beispiel. Wo sind der Arzt und der Patient? In der Arztpraxis. Das ist die Praxis. Wir sagen in der Arztpraxis. Wir können auch sagen in einer Praxis. Ich denke, dass Sie in einer Praxis sind. Ich möchte über eine Sache sprechen, die vorne im Bild ist. Dann sage ich im Vordergrund. Ich möchte über eine Sache sprechen, die hinten im Bild ist. Dann sage ich im Hintergrund. Ich benutze die Verben sehen und geben. Zum Beispiel im Vordergrund sehe ich einen Tisch, einen Stuhl. Sehen ist mit Akkusativ. Im Hintergrund gibt es zum Beispiel einen Schrank. Gibt es, dann brauchen wir auch wieder Akkusativ. Achten Sie hier unbedingt auf die Verbposition. Das Verb ist auf Position 2. Im Vordergrund sehe ich. Im Vordergrund gibt es. Im Hintergrund sehe ich, im Hintergrund gibt es. Sehen wir wieder auf unser Bild. Was sehen Sie im Vordergrund? Zwei Stühle. Dann sage ich, im Vordergrund sehe ich zwei Stühle oder im Vordergrund gibt es zwei Stühle. Und was sehen Sie im Hintergrund? Ein Regal. Im Hintergrund gibt es ein Regal. Oder im Hintergrund sehe ich ein Regal. Verbinden Sie die Sätze mit und. Im Vordergrund sehe ich zwei Stühle und im Hintergrund gibt es ein Regal. Was ist im Regal? Bücher und eine Pflanze. Wir brauchen Plural. Im Hintergrund sind Bücher und eine Pflanze. Auf einigen Bildern können Sie nichts im Vordergrund finden. Dann müssen Sie auch nicht über den Vordergrund sprechen. Dann sprechen Sie nur über den Hintergrund. Wenn Sie Objekte nicht deutlich erkennen können, das heißt, Sie wissen nicht, was das genau ist, dann sprechen Sie am besten nicht darüber.